Ja, herzlich willkommen bei Business Spotlight Deutschland, eine Interviewreihe mit Inhabern und Geschäftsführern aus dem Mittelstand. Ich bin Dominikus von Pescatore von Action Coach und ich freue mich riesig heute auf meinen Gast, auf Vinzenz Bichler von Better Guards Technology. Herzlich willkommen, Vinzenz. Hallo, freut mich, dass ich teilnehmen darf. Ja, wir sind sehr gespannt, mehr über dich und dein Unternehmen zu erfahren. Im Vorfeld habe ich schon gehört, das expandiert sehr gut und es ist auch ein sehr spannendes Unternehmen. Und daher beginne ich mit der Eingangsfrage: Wer bist du und was machst du und was macht dein Unternehmen? Ja, hallo, ich bin Vinzenz Bichler, Gründer von Bettergarts und leidenschaftlicher Sportler, der sich ja leider viel zu oft verletzt hat. Ich wollte eigentlich immer Profisportler werden, aber da hat es zum einen auch am Talent gefehlt, aber auf der anderen Seite gab es einfach zu viele Verletzungen. Deswegen bin ich nach Berlin gegangen, habe dort Medizintechnik studiert, mit der Absicht, eine intelligente Technologie zum Schutz der Sprunggelenke zu entwickeln. Und das haben wir über die letzten Jahre gemacht, indem wir so ein kleiner Minikolben, so eine Art Sicherheitsgurt für Gelenke entwickelt haben. Und den bauen wir wiederum in Bandagen ein oder in Schuhe für den Arbeitsschutz und können damit das Sprunggelenk adaptiv sichern. Ansonsten bist du komplett beweglich, also du hast keine Leistungseinschränkungen und haben jetzt auch ein paar. Letztes Jahr haben wir den NBA Launchpad Award gewonnen und seitdem arbeiten wir da eben mit hochkarätigen Sportlern aus Deutschland und der USA zusammen und haben sehr gutes Feedback bekommen zum Produkt, dass das wirklich funktioniert. Ja, hervorragend, gratuliere. Das ist ja schon eine ganz tolle Auszeichnung. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Ausweitung, neben dem Sport eben auch in den Sicherheitsbereichen der Arbeit zu gehen. Also da kann man nur sagen, eine tolle Leistung. Ja. Vinzenz, wie war denn so die Entwicklung des Unternehmens? Also so eine tolle Idee zu haben und die dann umzusetzen, das ist schon herausfordernd, denke ich. Allerdings, das war durchaus eine spannende Zeit, ist es nach wie vor, aber die Anfangsjahre waren schon besonders einprägsam, würde ich mal sagen. Wir waren am Anfang angetrieben von einer, sagen wir, tiefen naturwissenschaftlichen Neugier. Also wollten wir einfach wissen, ob das funktioniert, dass man einen Sicherheitsgurt für den Menschen entwickelt, den auch so klein designen kann, damit er nicht stört, damit er auch gern getragen wird, dass ein hoher Tragekomfort beispielsweise vorhanden ist. Um das alles zu ermöglichen, musste man natürlich auch erstmal eine Finanzierung finden. Und das war gerade für uns eine große Herausforderung, weil wir eigentlich mehr oder weniger nur die Idee hatten und eine Patentanmeldung. Aber es war noch nicht wirklich marktreif, das Ganze. Von dem her war das ziemlich mühsam, Geld einzusammeln, haben dann auch öffentliche Fördergelder zum Glück eingeworben und auch direkt nach der Uni mit meinen Mitgründern ein Darlehen aufgenommen, damit wir einen Prüfstand bauen können, damit wir diese ganze Forschung überhaupt initiieren können. Also das ist toll, weil gerade das so hinzubekommen, wenn das Produkt noch in der Entstehung ist, ja, das ist wirklich eine reife Leistung. Also sehr, sehr gut. Und kannst du denn aus deiner Entwicklung heraus, also aus diesem Produkt, das ihr dann fertig hattet, also mal eine Erfolgsstory sagen, wie ihr so euren Kunden geholfen habt, damit ihr Problem zu lösen? Ja, gerne. Also unsere Kunden sind ja weitgehend Athleten und Sportler, welche schon zahlreiche Verletzungen hinter sich haben und immer wieder Sorge haben, dass sie nochmal umknicken, dass sie sich nochmal verletzen und eben einen Großteil der Saison dann wieder ausfallen. Da Ja. haben wir jetzt sehr, sehr gutes Feedback bekommen aus verschiedenen Ligen, dass eben die Athleten gesund bleiben, dass sie zumindest nicht mehr wegen Sprunggelenksverletzungen ausfallen. Und da haben nicht nur die Sportler was davon, sondern natürlich auch die Fans und die Zuschauer, wenn ihre Idole dann fit bleiben. Also da haben wir ein sehr, sehr positives Feedback bisher und ich denke, da zumindest das Problem der Sprunggelenksverletzungen weitgehend gelöst. Ja, Donnerwetter. Also wenn ihr jetzt gar eine NBA-Zulassung habt, wie du vorhin erwähnt hattest, dann ist das ja ein klarer Beweis, dass das Produkt gut ankommt. Ja, sehr schön. Ja, jetzt seid ihr in einem gewissen Stadium, in dem ihr vorangekommen seid. Welche Herausforderungen habt ihr heute? Vor welchen steht ihr heute?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, auf der Unternehmensseite ist es wahrscheinlich für viele Unternehmen, die gerade sich im Wachstum befinden, der Skalierungsprozess immer eine gewisse Challenge. Also wirklich, wenn du wächst von 30 Mitarbeitern auf 50 oder 100, dann musst du natürlich schauen, dass du auch die richtigen Leute hast und die richtigen Prozesse, die richtigen Verantwortlichkeitsstrukturen aufgebaut hast. Das ist durchaus eine Herausforderung, vor allem haben wir jetzt auch vor kurzem ein US-Office gegründet. Da ist natürlich auch die zeitliche Verschiebung eine Herausforderung, die wir meistern müssen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich sind klare Prozesse und klare Verantwortlichkeitsstrukturen, die wir stetig optimieren. Okay, und jetzt kommt noch die internationale Seite dazu. Das ist ja auch schon noch mal ein weiterer Bestandteil der Erweiterung, der nicht so ganz trivial ist, also in andere Länder dann zu gehen mit so einem Produkt, ne? Ja, absolut. Also da gibt es weltweit viele Anfragen, auch in Asien, ob man die Technologie dort Oh. einsetzen kann. Genau, ein Asienbüro wollen wir uns noch nicht eröffnen, aber wir hören uns zumindest mal die Optionen an, was sich da ergeben kann und werden das dann auch mit unseren Investoren zusammen entscheiden. Ah, sehr schön. Apropos entscheiden, Vinzenz, ich glaube, für unsere Zuhörer ist es auch mal recht interessant zu hören, wie läuft denn bei euch so ein Entscheidungsprozess ab? Auch eine gute Frage. Ja, Entscheidungen treffen wir eigentlich meistens zusammen mit unserem Board bzw. unserem Investorenkreis. Ich sitze ja auch im Board und da haben wir einen sehr, sehr engen Austausch mit den anderen Investoren, was die Unternehmensstrategie betrifft. Unser neuer CEO ist da auch sehr tief involviert und kann meines Erachtens da auch mit die Strategie prägen und dann auch die Entscheidungen fällen. Also da sind wir meines Erachtens ziemlich agil aufgestellt und uns immer einig, wo es hingehen soll. Jetzt auch mit dem Schritt in die USA, das war eigentlich für alle klar, dass wir diese Chance nutzen, zusammen mit der NBA und diesen spannenden Markt, der sich in Amerika eröffnet. Genau, da war der Beschluss direkt da und auch die Umsetzung. Ja, gut, sehr gut. Das heißt also, die Geschäftsführung macht Vorschläge zur Strategie, die ihr dann gemeinsam mit dem im Board bespricht und bewertet. Und dann entscheidet ihr gemeinsam über einen weiteren bedeutenden Schritt im Unternehmen. Genau, also es gibt schon einen langfristigen Plan, den wir gemeinsam mal aufgesetzt haben. Der wird natürlich stetig abgedatet. Also wir hören uns mindestens einmal im Monat und alle 3 Monate sehr, sehr ausführlich im Investoren- und Gesellschafterkreis. Und da treffen wir dann eben auch sozusagen die richtigen Entscheidungen für das nächste Quartal. Eine Frage noch zu dieser Strategie. Also setzt ihr in Zukunft wahrscheinlich besonders auf den Athleten oder und die Athletinnen oder ist auch der Arbeitsbereich ein interessanter Zweig, der vielleicht genauso groß oder vielleicht sogar größer werden könnte als der sportlerische Bereich. Ja, das ist auch eine gute Frage. Also wir haben ja grundsätzlich auch in der Ausprägung unseres Geschäftsmodells sind wir agil. Wir machen sowohl Produkte für den Endkunden in Form von unserer eigenen Bandage, als auch sind wir eben der Technologiezulieferer der Kerntechnologie an Partner im Arbeitsschutzbereich. Und mit diesem Referenzschuh, der jetzt eben Ende des Jahres auf den Markt kommen wird, wollen wir natürlich auch aufzeigen, was grundsätzlich mit der Technologie im Schuhbereich möglich ist. Da kannst du dir auch vorstellen, das Ganze in einen Wanderschuh einzubauen oder auch einen Basketballschuh oder andere Ja, Sportschuhe. Also ja. das Thema Schuhe ist da auf jeden Fall ziemlich interessant. Ob es am Ende des Tages nur ein Arbeitsschutzschuh sein muss, da sind wir eigentlich komplett offen. Grundsätzlich lässt sich die Technologie ja vielfältig einsetzen. Ja, also das hört sich nach einem Riesenpotenzial an. Sehr, sehr schön, sehr interessant. Dafür braucht ihr jetzt aber auch in Zukunft noch mehr Mitarbeiter, wie du selber auch erwähnt hast. Und die Frage an dieser Stelle ist, welche Qualitäten sucht ihr bei Mitarbeitern? Ja, da sind die Ansprüche immer sehr, sehr hoch. Gerade als Gründer hat man da einen gewissen Anspruch an seine Leute, denen man ja auch ein sehr, sehr großes Vertrauen entgegenbringt. Also ich bin da klar dafür, dass man sich an Unternehmenswerte hält, die gemeinsam zunächst natürlich aufsetzt und definiert.
Werte, die unser Unternehmen widerspiegeln. Also kann dafür oder kann sagen, dass ein Großteil der Mitarbeiter wirklich einen sehr, sehr umfangreichen Sportlerhintergrund hat. Also es sind viele Athleten dabei mit einer Verletzungshistorie und die wollen natürlich auch Menschen helfen, ihre Performance insgesamt zu schützen, dass man gesund bleibt und dass man zumindest nicht wegen Sprunggelenksverletzungen ausfällt. Also diese tiefe Verbundenheit zum Sport ist schon auch ein Einstellungskriterium. Natürlich nicht ausschließlich, aber man sollte schon sich grundsätzlich identifizieren wollen mit dieser neuartigen Technologie und die jeden Tag auch besser machen wollen. Ja, also die Leidenschaft, die Verbundenheit zum Sport und die Dinge besser machen wollen, dieses Prozessdenken der lösungsorientierten Verbesserung sozusagen, ja, das ist also, sind so einige Punkte, auf die ihr Wert legt bei den Mitarbeitern, ja. Ja, wir wollen gerne auch das Interview nutzen, um mal zu hören, was gibt's Neues bei euch? Was ist im Moment gerade besonders so im Gespräch? Ja, einiges hatte ich ja schon rund um diesen NBA Launchpad Award erzählt. Das war ja eine einmalige Chance. Da hat ja die NBA nach neuartigen Lösungen zum Schutz des Sprunggelenks weltweit gesucht. Ja. Da haben sich über 300 verschiedene Unternehmen beworben und wir hatten das große Glück, da ausgewählt zu werden. Dann haben wir Wetter. in so einer Forschung- und Entwicklungsphase die Gelegenheit genutzt, die Technologie natürlich extern auch nochmal validieren zu lassen Ja. über verschiedene Institute in der USA, haben da grünes Licht bekommen, damit wir wirklich auch an die NBA-Profis ran dürfen. Ja, und inzwischen testen eigentlich, ja, ich glaube, alle Teams der NBA gerade unser Produkt. Jetzt ist ja gerade die Summer League, da sind Ja. wir auch in Las Vegas vertreten, lassen die Produkte ausführlich testen, bewerten auch von den Coaches und Physiotherapeuten. Und hoffen natürlich, dass ein Großteil der Teams dann auch mit unseren Produkten in die neue Saison starten wird. Ja, das wäre natürlich ein toller Meilenstein, wenn das dann passiert. Also ganz spannende Sache, ne? Jetzt bist du als Gründer und du hast das ja auch schon erläutert am Anfang. Da gab es unheimlich viele Herausforderungen. Ein sehr beschäftigter Mann. Wie bringst du das in Einklang mit deinem Privatleben? Das ist immer ein beliebter Punkt, den wir gerne immer hören, wie das die einzelnen Inhaber und Geschäftsführer so machen. Ja, das ist, glaube ich, ja, auch ein spannendes Thema. Also grundsätzlich hat sich mein Privatleben da wieder einigermaßen beruhigt. Die Anfangsjahre direkt nach der Uni, die intensiven Gründerjahre, die sind da weitgehend vorbei. Wir sind in einem sehr positiven Fahrwasser und haben auch neue Ressourcen bekommen, die wir sehr gut verteilt haben. Von dem her ist da meine persönliche Belastung nicht mehr so hoch, wie sie mal war. Aber man muss schon sagen, die Anfangsjahre als Unternehmer, die waren schon sehr, sehr anstrengend. Und gerade wenn du eigentlich nicht weißt, was da auf dich zukommt, musst du natürlich auch stetig was Neues lernen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft, die man insgesamt als Unternehmer mitbringt, dass man da in der Lage ist, sich stetig auch Wissen anzueignen. Ja, jetzt hast du deine Rollen ja im Laufe der Zeit verändert, von der anfänglichen treibenden Kraft für die Forschung, für die Entwicklung des Produktes, für die Finanzierung, jetzt hin zum mehr strategischen Ansatz des Unternehmens. Du bist der Gründer und da sind dann natürlich auch wieder neue Fähigkeiten gefragt. Wie bildest du dich weiter? Ja, Weiterbildung spielt für mich persönlich schon eine wichtige Rolle, also nicht nur auf der Unternehmensebene, sondern natürlich auch im Privaten als reflektierter Mensch durchs Leben zu gehen. Ja. Auf der Unternehmensseite bin ich ein großer Fan von dem sogenannten Scale-Up-Programm. Das ist eben so ein Unternehmensskalierungsansatz, wo man lernt, klare Ziele, Prozesse zu definieren, die dann auch für ein gezieltes Wachstum sorgen. Und unterstützen durch das Ganze auch über die App Blinkist. Das ist ja auch ein Startup aus Berlin, Ja. die eben so Buchzusammenfassungen bereitstellen in einem 10, 15-minütigen Zusammenfassung. Und da habe ich mir, glaube ich, in den letzten Jahren über 500 so Bücher reingezogen über Unternehmertum, Marketing, Sales, Mitarbeiterführung und so weiter. Also
das ist schon ein sehr, sehr wertvolles Instrument. Ja, das sind sehr gute Hinweise. Also wir schätzen auch sehr stark die Lektüre. Die Weiterbildung ist immer ein wesentlicher Punkt. Und mit der App, die du genannt hast, mit Blinkist, die ist ja inzwischen auch sehr, sehr beliebt und die machen das auch sehr gut. Allerdings. Also da kriegt man schon die Chance, viel Wissen sich anzueignen. Also ich gratuliere, dass du gerade auf diesen Wegen so auch weiter unterwegs bist. Aus dem, was du so erlebt hast bisher, was würdest du jemandem sagen, der jetzt selber drüber nachdenkt, ein Unternehmen zu gründen? Welchen Tipp hättest du parat für diejenigen? Da müssten wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger Zeit nehmen. So viele Tipps und Learnings, die man zusammengefasst hat und auch gerne weitergibt. Also manchmal coache ich auch ein paar Teams, die auf mich zukommen in Berlin mit Ideen und so weiter. Und da merke ich eben, wie es gerade so aus mir heraussprudelt mit dem ganzen Wissen und auch Hinweisen, die ich da sehr gern geben möchte, damit man vielleicht das eine oder andere Fettnäpfchen vermeidet. Was ich gerne auch auf den Weg gibt, ist gerade an die Gründer, die sich vielleicht vom Team her noch nicht so gefunden haben, dass man wirklich auch schaut, dass man die richtigen Mitgründer frühzeitig identifiziert. Also, dass es wirklich auch nicht nur auf einer persönlichen Ebene sehr gut funktioniert, sondern dass da auch Eigenschaften dabei sind, die man einfach brauchen wird. Das heißt, eine außerordentliche Resilienz, einen hohen Eigenantrieb und auch eine hohe Lernbereitschaft mitbringt, damit man das Ganze Unternehmertum auch meistern kann. Ja, danke. Das sind wertvolle Informationen und die zuhören, für die wird das sehr nützlich sein. Ja. Zum Schluss, Vinzenz, habe ich auch immer eine Frage, die wir gerne stellen. Und zwar heißt die: Welche Frage habe ich dir nicht gestellt, die du dir gewünscht hättest? Auch wiederum eine spannende Frage. Spontan fällt mir eigentlich ein, ob man als Unternehmer nicht auch eine Art soziale Verantwortung trägt. Und das ist eine Frage, die ich definitiv mit Ja beantworten würde. Also eine kleine Geschichte. Mich hat in meiner Kindheit ein wohlhabender Unternehmer in Miesbach sehr, sehr beeindruckt, der meinem Heimatverein einen Fußballplatz hingestellt hat. Und ich war so fasziniert, weil das war ein perfekter Rasen, das war ein schönes kleines Stadion und so weiter. Und er hat das einfach hingestellt, damit der Verein wachsen kann und vor allem auch, dass die Kinder jeden Tag Fußball spielen können. Und das ist für mich auch so eins der Ziele, wo ich, wenn es mal sehr gut läuft, auch einiges zurückgeben will, dass man Kindern Räume schafft, sich bewegen zu können, ohne dass irgendwo Eintritt zahlen, sondern alles umsonst hat, vielleicht auch ein Coach, der die nochmal begleitet, damit die besser Fußball spielen und natürlich auch gesund bleiben. Ja, das ist natürlich ein toller Aspekt und wir wünschen dir bei diesem Vorhaben genauso natürlich für die weitere Entwicklung deines Unternehmens viel Glück und Erfolg. Und dann möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für deine Antworten, für alles das, was wir lernen konnten. Und sag mal toi, toi, toi für die nächsten Schritte. Dankeschön, Domenico. Ich habe zu danken. Herzlichen Dank, Vinzenz. Alles Gute für dich und für Better Guards Technology. Ciao. Dankeschön.